Also wir sind heute hier in der Agrargenossenschaft am Küffhäuser, Einsingen, Ried Nordhausen, einem Ackerbaubetrieb im südlichen Sachsen-Anhalt, direkt unter dem schönen Küffhäuser gelegen. Der Betrieb hat eine Anbaufläche von ca. 3000 Hektar, davon sind 2300 Hektar Truschfrüchte. Die Erwartung an einen Mähdrescher in unserem Betrieb ist natürlich erstmal die Schlagkraft. Das Thema Buchkorn spielt natürlich für uns auch eine große Rolle. Und mit dem Rotor-Mähdrescher ist natürlich auch der Effekt, dass wir weniger Bruchkorn haben. Das heißt auch weniger Verlust für uns. Natürlich produzieren wir auch für unseren Eigenanbau wieder Saatgut. Und hier muss natürlich auch eine hohe Qualität gewährleisten. Wichtig für uns als Betrieb, der seit mehr als 15 Jahren hier mit Mulchsaaten umgeht, ist die Häckselqualität, die für uns sehr wichtig ist. Und mit den Maschinen hier sind wir von der Häckselqualität überzeugt. Durch den Einsatz von Mähdreschern mit Raupenlaufwerken haben wir natürlich auch die Möglichkeit, die steilen Schläge im Gehäuse besser zu bearbeiten. Wir haben uns für die Rotordrescher entschieden, da wir mit den Instandhaltungskosten sehr zufrieden sind. Und die S690, die beiden Maschinen, die wir zurzeit im Einsatz haben, sind sehr effektiv. Und dafür haben wir uns auch für die neue Maschine entschieden. So, das ist jetzt das Getreide an sich. Gerade nicht zu sehen, ja, alles top. Keine Hunde ausgedroschen, da gut, da ist eine Hunde ausgedroschen. Einer. Also ich muss sagen, das funktioniert echt mega. Das ist echt schön, also das ist echt so schnell wie er reagiert und das so am Hang und so, das bist du als Fahrer glaube ich so schnell. Er hat auf die Hektar, die ich gedroschen habe, 6,3 Tonnen im Durchschnitt ausgerechnet auf unserer Fläche. Und unser Chef hat uns Zettel auf der Frau gelegt, da stand auch 6,3. Das war schon mega, ey.